Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Weihnachtsspezialausgabe. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Dorade in der Salzkruste zubereitet. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: zwei unbehandelte Zitronen, frische klein gehackte Petersilie, zwei Lorbeerblätter und 2 Kilo grobes Salz. Und natürlich die Doraden. Wir schneiden als erstes mal die Zitronen in schön handliche Scheiben. Dann nehmen wir hier unsere Petersilie und das Lorbeerblatt und die Zitronen und füllen damit die Doraden. So, die erste ist fertig. Nochmal Petersilie, Lorbeerblatt und Zitronen in die zweite rein. Schön reindrücken das Ganze. Jetzt schneiden wir hier die restliche Zitrone in dünne Scheiben. So, das machen wir jetzt hier mit der anderen Zitrone auch. Schön dünn schneiden das Ganze. Umso dünner, desto besser. So, jetzt nehmen wir hier eine Auffangschale und packen da schon mal ordentlich was von dem groben Salz rein. Oh, richtig schön die Oberfläche bedecken mit Salz. Oh. Und jetzt legen wir hier eine Schicht Zitronenscheiben auf das Salz drauf. So, hier noch ein bisschen verteilen. Jetzt nehmen wir unsere fertig gefüllten Doraden und legen die auf die Zitronenscheiben drauf. Jetzt nehmen wir unsere restlichen Zitronen und verteilen die oben auf die Dorade. Und dann schütten wir hier unser restliches Salz auf den Fisch drauf, so dass der richtig schön versteckt ist und man auch nichts mehr von dem Fisch sieht. Jetzt nehmen wir die Schale und packen die auf den Grill, der auf niedrigster Stufe vorgeheizt ist. Nach circa 20 bis 25 Minuten nehmen wir hier so ein bisschen Wasser und träufeln das hier so auf Salz drauf. So, schön drauf träufeln, hier und da. So, den Rest gebe ich nochmal hier drauf. So, das reicht vollkommen. Nochmal Deckel zu und nach weiteren 25 Minuten ist unsere Dorade auch schon fertig. Nehmen wir mal ein Messer und schneiden hier in die Salzkruste rein. So, den Rest packen wir mal hier auf den Teller von dem Salz. So, ordentliche Salzkruste hat das gegeben. So, sieht sehr gut aus. Jetzt versuchen wir mal hier den Fisch rauszuholen. So, den haben wir jetzt hier auch befreit, auf den Teller gelegt. Noch ein bisschen vom Salz befreien. Ja, und fertig ist unsere Dorade mit der Salzkruste. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Also wirklich ein sehr, sehr leckerer Fisch. Ich kann dir nur empfehlen, das mal nachzumachen. Muss man erlebt haben. Ja, und dann wünsche ich allen Abonnenten ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber zu Silvester komme ich noch mal wieder mit der letzten Folge. Und dann lasst euch mal überraschen, was es da Schönes gibt. Bis dann, frohe Weihnachten!